Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Ja, so kann man natürlich auch seinen Bildschirm am MacBook oder am Windows PC aufnehmen, aber das ist natürlich hier nicht das Gelbe vom Ei. Nein, dafür gibt es richtig gute Lösungen, wie man das professionell und sehr viel eindrucksvoller machen kann. Und eine davon will ich euch heute mal vorstellen, Freunde. Und dafür, so kurz die Kamera ausgerichtet, dafür schauen wir erst nochmal so auf den Screen und dann geht's gleich richtig los. Also, die Software, die wir heute uns anschauen, ist der PhonePaw Bildschirmrekorder. Ich starte das Ganze mal. Ich zeige es euch hier auf meinem MacBook. Das gibt es aber, wie gesagt, auch für Windows. So, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, die wir jetzt hier auswählen können. Und wir starten einfach mal hier mit der ganz normalen Videoaufnahme. Und dort können wir jetzt auswählen, ob wir den vollen Bildschirm aufzeichnen wollen oder nur einen gewissen Bereich. Ich sage mal hier voller Bildschirm. Dann kann ich noch auswählen, ob auch der Systemsound aufgezeichnet werden soll. Sage ich ja. Dann noch, ob hier das Mikrofon aufgezeichnet werden soll, also das Eingebaute, das eure Sprache auch mit dazu kommt, da sage ich auch ja. Und was ich richtig cool finde, man kann hier auch noch auswählen, dass die Webcam aktiviert wird und jetzt könnt ihr mich auch sehen. So, aber ihr sollt natürlich nicht nur mich hier sehen, deswegen mache ich das Webcam-Bild direkt mal ein bisschen kleiner. So, und dann kann ich das zum Beispiel mal hier oben einfach in die Ecke verschieben und man sieht mich dann trotzdem noch, auch wenn ich hier rede. Und ja, ich würde sagen, dann starte ich auch direkt mal die Bildschirmaufnahme. Wir bekommen eine kurze Info, dass es hier noch solche Schnellstartkürzel gibt. Die kann man auch selbst festlegen, womit ihr dann Play, Pause, also die Aufnahme startet und beendet oder anhaltet und fortsetzt, einen Screenshot macht oder die Symbolleiste ein- und ausblendet. Also das kann man hier ganz individuell festlegen und dann sage ich nochmal auf OK, habe ich verstanden. Und dann seht ihr jetzt hier meinen Bildschirm, wie der aufgezeichnet wird. Hier, wenn ich die Maus bewege, seht ihr, dass dort so eine rote Markierung darunter ist und ihr könnt jetzt im Prinzip ja, alles sehen, was ich hier am Machen bin und ihr könnt dann komplett hier meinen Bildschirm euch anschauen, was hier so fabriziert wird, was ich hier so am Machen bin und kann euch dann alles Mögliche zeigen und erklären. Also dafür ist das echt eine prima Sache und vor allem, gerade wenn ich hier auf dem Homescreen bleibe, seht ihr immer noch mein Gesicht aus der Webcam und man kann hier so nebenbei dann noch erklären, außer man geht hier in den Fullscreen rein mit einer App, kann man dann immer noch eure Erklärung quasi mit dabei sehen. Das finde ich eine gute Sache hier. So, aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr, was man hier machen kann oder einiges mehr. Wir können natürlich hier oben einen Screenshot machen. Aha. So, Screenshot ist gespeichert oder was besonders praktisch ist, ihr könnt hier noch Markierungen hinzufügen. Wenn ich euch jetzt hier zum Beispiel mal demonstrieren will, ich zeige euch mal, wo das Google-Logo ist, Freunde. Dann nehme ich einfach mal den Kreis, mache hier mal ein bisschen dick und rot und sag mal, schaut her, da ist Google, wunderbar. Und wenn ihr dann irgendwas suchen wollt, Freunde, also ihr wollt irgendwas auf Google suchen, muss ich euch auch mal erklären, dann könnt ihr, Moment, das hier in das Feld eintragen, also da in das Feld. Dort könnt ihr das dann wunderbar eintragen, eure Google-Suche und dann wird euch das dann hier alles irgendwie angezeigt. Also ihr seht schon, man kann hier alles Mögliche markieren in verschiedenen Farben und das ist also sehr, sehr gut, wenn man irgendein Tutorial macht, wo man dann irgendwelche Schritte dann erklären will. Ich kann auch erstmal sagen, ihr müsst zum Beispiel dann erstens mal hier das Ganze eingeben, dann könnt ihr aber auch zweitens hier über die Sprache eingeben und dann wird euch das angezeigt. Also ich kann hier wunderbar, hier seht ihr, meine Markierungen setzen, erstens, zweitens, drittens, viertens, um einzelne Punkte dann zu zeigen. Also sehr durchdachtes System, gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Und da kann ich mir vorstellen, das in Zukunft auch des Öfteren dann mal so zu verwenden. Man kann natürlich auch ganz frei zeichnen und das nicht nur hier, sondern ja, überall. Dann kann ich hier mal die Einstellungen öffnen und zeige euch, also das ist hier noch alles jetzt eingezeichnet, das müsste ich natürlich dann erst nochmal löschen. So, jetzt ist unser Bildschirm wieder sauber und zeige euch dann hier Software-Updates, wie ihr das macht. Dann müsst ihr hier drauf gehen und hier seht ihr dann die aktuellste Version von eurem Betriebssystem und dann könnt ihr das Ganze dann starten, indem ihr sagt, bitte hier jetzt aktualisieren. Also ich glaube, man hat verstanden, wie das Ganze klappt. Ist eine echt praktische Angelegenheit und damit hört es aber noch nicht auf, denn die haben sich durchaus noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht hier bei PhonePaw. Also, was ich auch gut finde, ist hier oben die Anzeige. Dort sieht man direkt, wie groß die Datei jetzt schon ist, die hier aufgezeichnet wurde. 520 MB habe ich jetzt schon und hier noch mein freier Speicherplatz. Also, das ist eine echt
praktische Angelegenheit und ich beende jetzt auch mal das Video kurz und zeige euch, was hier noch so mit drin steckt. Und dafür schauen wir uns jetzt nochmal hier den Screen an. Also ich habe die Aufnahme gestoppt und kann jetzt hier direkt auch das ganze Video bearbeiten. Das heißt, ich also rudimentär bearbeiten. Ich kann das Video hier schneiden. Also genauso aufgebaut wie eigentlich auch bei iOS. Ich könnte jetzt hier den Startpunkt festlegen, sage, ab hier wird es erst losgehen und kann dann hier auch einen Endpunkt festlegen, das Ganze dann kürzen, speichern und ja, fertig ist die ganze Chose. Also ihr seht schon, eine ganz, ganz praktische Angelegenheit ist das hier schon und natürlich die Videos findet man dann auf seiner Festplatte. Wir gehen mal kurz dahin und da gibt es einen schönen Ordner, der heißt PhonePaw und hier haben wir dann die Aufnahme, die ich vorhin gemacht habe und die kann dann auch hier direkt wiedergegeben werden natürlich und der Screenshot, den ich zwischendurch mal geschossen habe, auch der ist dort im Ordner gespeichert. Hier unter Snapshot können wir den finden. Da ist dann der Screenshot von eben. Jawohl, da grinst er. Also, so funktioniert das Ganze. Eine echt feine Angelegenheit, finde ich. Praktische Geschichte für alle, die Tutorials oder Ähnliches dann aufnehmen möchten. So, ich muss jetzt hier aber mal gerade die Aufnahme von der Webcam mal beenden. Und dann könnt ihr sehen, wir können hier auch direkt einen Screenshot einfach nur machen. Dann können wir hier einen gewissen Bereich festlegen, wenn ich hier unten einfach mal den Bereich nur möchte. Und dann kann ich das abspeichern und habe dann einen Screenshot eben von diesem Bereich gemacht. Kann es noch umbenennen, fertig. Oder wir können auch rein eine Audioaufnahme machen. Entweder mit Systemsound oder ohne, mit dem Mikrofon oder auch mit einem angeschlossenen Mikrofon. Das klappt also auch. Ich finde, das ist eine nette kleine Suite, die man hier verwenden kann, um dann solche Projekte wie Tutorials am PC wunderbar aufzunehmen. Vor allem mit diesen Pfeilen und den Nummerierungen und den Markierungen kann man da echt gut alles erklären. Tja, Leute, und ich habe jetzt erstmal genug erklärt. Ich finde, das wäre es gewesen. Wer jetzt Interesse hat an der Software, kann gerne mal da reinschauen. Ich habe die hier unten für euch verlinkt in der Videobeschreibung. Kostet natürlich ein bisschen Geld. Nichts ist umsonst, nicht mal der Tod. Wer es brauchen kann, der kann da gerne zuschlagen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Erstellen von euren Tutorials. Also, macht's gut!